liebe Fürsten der Finsternis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders. Ja, lustig ist es leider nicht, denn uns umgibt die brutale Dunkelheit. Schließlich heißen wir Krieg und haben auch diese böse apokalyptische Macht. Ja, und wir befinden uns noch immer in der Zwielichtskathedrale. Also das Spiel erinnert mich immer mehr an Zelda. Ich weiß nicht warum. Naja, egal. Wir haben in der letzten Folge von Darksiders den rechten Weg genommen. Dann werden wir diesmal den linken Weg nehmen. Richtig. Da ist eine fleischfressende Pflanze. Ich weiß nicht. Sieht eigentlich ungefährlich aus. Ich tue mal meinen Finger reinlegen. Ah, ich weiß nicht. Ich lieber nicht. Ah, dafür gibt es ein Medikament. Ich nenne es, es ist das Teufelszeug. Mit diesem Teufelszeug kann man diese fleischfressenden Pflanzen töten. Und sich jetzt in diesem Fall das Schwert holen. Masterschwert. Na super. Ich hab's mir doch halber gedacht. Aber das ist kein Problem, denn... Oh oh. Es könnte doch ein Problem werden. Die Dinger sind ganz schön heftig. Naja, mit ein bisschen Taktik und ein bisschen Ausweichen geht das eigentlich schon ganz gut. Na, der hat mich auch noch jetzt. Nein, scheiße. Mal gucken, ob das funktioniert. Aha. Weg da. Ups. Kommt her. Nein, daneben. Gewiss nicht, dunkler Skelett. Aha, aha, du hast die Bombe. Oh, Mist. Ich verhau dir den Popo. Vergiss das nicht. Aha, nicht getroffen. Abhauen gilt nicht. Oh, auch daneben noch. Ja. Dieser, ich sag mal, Skelettfürst hat leider das Dunkle gesegnet, denn ich habe ihm ja gesagt, ich verhau ihn nur den Popo. Aber er wollte mich leider töten und das kann ich leider nicht unbestraft lassen, diese Aktion. Ja, also das wird halt bei mir mit dem Tode bestraft. Wer mich versucht zu töten, wird leider sterben. Ist doch ganz klar. Genau. So, okay. Nachdem die Toten endlich tot sind, geht es weiter. So, was ist denn das für ein Reliquie? Ach, das ist keine Reliquie, sondern das ist dieses Warp-Dings-Jump-Fantasy-Teil, womit ich mit meinen unsichtbaren Schattenflügeln hoch, ja, Gravitationslift liften kann. Also so, ja genau, ihr wisst schon, was ich meine. Normalerweise müsste ich da rüberkommen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Aha, ich weiß, wie es geht. Der schafft es, er schafft es, er schafft es, er schafft es, er schafft es. Nein, nein! Er schafft es nicht. Verfickte Scheiße. Wie komme ich da rüber? Denken, denken, denken. Ich will da rüber. Das war auch ein Schuss in den Ofen.
Ja, da gibt es so viele Schätze da drüben. Ich denke. Rechts, links. Was ist das da oben? Aha. Dieser Talisman repräsentiert die Eliteklasse der Artefakte der Legion. Nur 6 dieser Symbole wurde den Fürsten der Höllenlegion gewährt. Bringen Sie den Talisman zu Vulkrin, damit er sie entlohnt. Klingt nach was Wertvollem. Ah, okay. Es gibt hier offenbar einen anderen Eingang zu dieser Ebene da drüben, also müssen wir nicht rüber. Also können wir hier weiterlaufen. Ja. Tür aufgebrochen zum wahrscheinlich 30. Mal. Also der ist wirklich ein Türbreaker. Also jemand, der die Türen mit brutaler Gewalt mit den Füßen öffnet. Ja, seine Hände kann er scheinbar nicht benutzen, da die Hände für die Türklinke zu groß sind von Krieg. Traurige Sache, aber so ist das Leben nun mal. Ey, der soll auf andere Richtung, genau. Runter. Wow, genau. So, das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Ich glaube, der war unten. So, was muss ich jetzt tun? Ich überlege. Wahrscheinlich runter. Naja. Ich weiß nicht, wo muss dieser Block hin? Mal überlegen. Ah, okay, ich verstehe es. Der Block hier oder dieser Säulenstützpunkt ist hier runtergefallen, hat irgendwie die Mauer abgerissen, wie auch immer. Auf alle Fälle können wir nun mit unserer selbsternannten, ja, Bombe, also ich habe es ja Teufelszeug getauft, können wir das Ding sprengen, beziehungsweise haben es erfolgreich geschafft, ja. Oho, eine seltene Truhe. Was ist drin? Ein Herzteil? Ja, ein Herzteil. Jetzt haben wir 4 Herzteile, das heißt, wir bekommen mehr Leben. Mhm, ja. Wir haben jetzt einen neuen Balken dazu bekommen. Das ist echt interessant. Okay. Das war jetzt aber das Primärziel, sondern... Ja, das war ein Primärziel, kein Hauptziel. Ja. Ah. Hätte ich fast übersehen. Diese stützartige Säulenfundamentblock dient scheinbar auch noch zu anderen Zwecken. Nämlich, um dort nach oben zu gelangen. Beweg deinen Arsch. Gut gemacht. Ja. Der soll halt einfach mal seinen faulen Hintern bewegen. Das ist, denke ich, nicht empfehlenswert. Also nehme ich lieber diesen Weg. Obwohl, ich glaube, wenn ich diese Tür durchpassiere, werde ich gegenüber von dem vorherigen Ziel ankommen. Das heißt, wir werden einen Schatz bekommen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich probiere es jetzt mal aus, ob die Taktik funktioniert. Teufelszeug nehmen. Ja, scheinbar geht das so nicht. Ne, das funktioniert irgendwie so nicht. Ich könnte ja mal versuchen, so ein bisschen selbstmörderisch dagegen zu laufen. Weg da. Okay. Ja, scheinbar ist das doch nicht die Möglichkeit, dort durchzugelangen. Also werden wir die Tür nehmen, beziehungsweise aufbrechen. Bam! Okay, was ist das für ein Raum? Oho!
Okay. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, dieses Monster wird auf alle Fälle jetzt durch mein Teufelszeug sterben. Friss das. Scheiße! Ja, macht ja nichts. Diese, ja, nachwachsenden Bomben sind immer wieder da. Huhu. So, jetzt werde ich diesen Albino-Monster mal zeigen, wo es lang geht. Jö. Ui, jetzt habe ich ein Loch gemacht. Ja, das heißt, dass wir eine Etage jetzt tiefer fliegen werden oder runterfallen werden. Ja, genau. Jetzt sind wir scheinbar in den Kerker, Keller, Katakomben, wie auch immer bezeichnet. Ja, kein Kommentar. Nein, das sieht nach einem Bosskampf aus. Ich habe keine Lust auf Boss. Ja, Bosskampf. Ich sehe es doch schon. Ich sehe doch schon, was da drüben angekettet ist. Das sieht aus wie... Ja, das sieht gefährlich aus, auf alle Fälle. Der sieht auch schon so böse aus, dieser Felsen. Naja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Naja, was kann da eigentlich schon passieren, wenn man mal so überlegt? Oho, was ist das? Eine neue Waffe! Yeah! Jetzt kann's abgehen. Oh yeah. Haha, das wird natürlich durchaus interessant. Eine fein gearbeitete Wurfklinge, die mehrere Ziele auf einmal treffen kann. Okay. Wo kann ich es testen? Aha. Aha. Interessant. Okay, ich krieg euch schon nieder. Ich kann Ziele gleichzeitig markieren irgendwie. Wie soll das bestimmt gehen? Okay. Na, super. Ich muss mir das mal genau durchlesen. Ach ja, da war's. Aha. Aha, aha, aha. Info. Indem sie Q und wählen sie bis zu 5 Ziele aus. Aha, bis zu 5 Ziele können wir also gleichzeitig markieren. Interessant, interessant. Ups. Ja. Oh Mann. Schieß! Schieß, sag ich schon. Oh, sieht ziemlich böse aus. Aber wie kann ich jetzt mehrere Ziele auf einmal markieren? Ah, okay. Ich weiß, wie es geht.